Wir kommen jetzt zu einem Thema, das uns alle verbindet und alle vereint, denn wir alle essen gerne oder vielleicht auch nicht so gerne, aber wir müssen essen. Und wir haben jetzt eine Expertin bei uns, die das sehr gerne tut und die vor allen Dingen wunderbare Rezepte dafür hat. Sie ist mit ihrem Kochbuch in der Schweiz auf der Bestsellerliste Nummer 1 und wir freuen uns, dass sie bei uns ist, Nadia D'Amaso. Herzlichen Dank. Wir haben uns was mitgebracht, worüber ich mich persönlich sehr freue. Was genau. ist das? Also ich komme ja nie mit leeren Händen. Bei mir geht nie jemand mit leerem Bauch nach Hause. Und das ist eigentlich ein Rezept, was ich eigentlich im Buch habe. Ein gesunder Cheesecake, der nicht gesund schmeckt. Der ist hammer lecker. aber weil ich ja mit dem Flieger hierhin geflogen bin, konnte ich den nicht frieren. Deswegen habe ich den jetzt gebacken. Also ich habe den so, wie der ist, zum ersten Mal so gemacht und ich hoffe, der schmeckt und ich würde sagen, ich würde mich als Beta-Tester jeder darf den gerne probieren. Was ist denn da alles drin? Weil viele Menschen haben ja mittlerweile sehr viele Allergien und wollen nichts essen. Giovanni zum Beispiel mag nichts mit Laktose zu sich nehmen. Dieser Kuchen kann jeder essen, der irgendeine Allergie hat, weil der ist frei von allem, aber mit ganz, ganz viel Geschmack. Hat also keine Kalorien. Und ganz viel Liebe. Doch, das schon. Ich habe fürs Publikum auch noch ganz viele Kuchen gebacken, aber ich habe die leider... Leider zu Hause vergessen. Soll ich auch noch weitergeben? Ich glaube, Sie sollen Sie. Also, das ist jetzt kein Gluten drin, oder was Sie denn. Nee, ich esse aber nicht während der Sendung, sonst verschlucke ich. Mandeln, Datteln, Pekannüssen, geröstet und dann die Creme ist aus Cashews, da hat Seidentofu, Schweizer Blütenhonig, Vanille, Mandelmus und obendrauf ist so ein gesalzener Mandelkaramell. Und dann Thymian und Vanille. Wir nehmen dann das Tablett. Während wir hier weiter aufsporten. Und der Thymian und die Himbeere, die machen es eben so. Über 75 Kilo. Super speziell. Wollen wir das mit den einfach machen? Dann wir sind schon versorgt. Ihre Philosophie ist eat better, not less. Genau. Also esst mehr. Besser, nicht besser weniger. Aber nicht weniger. Genau. Das ist ja sehr schön, weil die meisten wollen ja immer, dass man weniger isst. Können Sie uns diese Philosophie ein bisschen erklären? Genau, also ich bin aufgewachsen mit ganz viel Sport in den Schweizer Bergen. Ich habe Langlauf, Skilanglauf gemacht und als kleines Kind, da kommt man nach Hause und hat Hunger und will essen und halt nicht einfach nur ein bisschen, sondern man braucht die Energie. Und das haben wir auch so gemacht. Und dann mit 16 bin ich für ein halbes Jahr nach Kanada gegangen. Und da habe ich 10 Kilo zugenommen. Bin zurückgekommen, habe ich nicht mehr wohlgefühlt. Und weil ich eben schon immer gerne viel gegessen habe, wollte ich einen Weg oder mir einen Lebensstil finden, der, bei dem ich immer noch trotzdem mega lecker und gut und genug essen kann. Und ich habe mich dann mit neuen Zutaten auseinandergesetzt. Ich habe raffinierten Zucker, Weißmehl, Fertigprodukte, ungesunde Fette völlig aus meinem Speiseplan eigentlich ausgelöscht. Wobei sich das ja nach Diät anhört, das sagen ja alle. Ne? Man soll kein Weißzucker essen, man soll das Brot weglassen. Wenn man das einfach weglässt und dann einfach anstelle von dem einfach nur eine Gurke isst, dann schon. Aber wenn man die ganzen Alternativen kennt, die man auch brauchen kann, die genauso lecker, wenn nicht noch viel leckerer sind, dann ist es überhaupt kein Verzicht. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Habeck? Ja, schwer. Ich halte am Boden. Ja. Euer Antwort ein bisschen fester. Bitte? Man muss sich das ja verdienen. Ja, die Gabel bleibt immer drin stecken. Stimmt, und ich muss sie immer mit den wieder rausfahren. Ist noch gefroren? Oder? Ja, der war jetzt im Kühler. Der war jetzt im Kühler. Aber sonst schmeckt es. Ich esse mit den Fingern. Das ist sehr gut. Ganz großartig. Ja, voll lecker. Danke. Das schmeckt großartig. Ja, ja, danke. Ja. Haben Sie dann mit dieser Art zu kochen, Entschuldigung, schmeckt wirklich gut. Haben Sie die 10 Kilo dann wieder abgenommen tatsächlich? Genau, also es gehört natürlich einfach ein gesunder Lebensstil dazu. Also einfach ein Gesundheitsbewusstsein im Alltag, wieder mehr Sport. Einfach das Bewusstsein und die Wertschätzung gegenüber allem und jedem, was man halt braucht und aufnimmt. Und ja, es ist einfach viel hat... Man muss einfach auch ein bisschen lernen, auf sich selbst zu hören. Ich glaube, das ist ganz wichtig und jeder Mensch funktioniert anders. Und ich will nicht sagen, es ist richtig oder falsch oder gut oder nicht gut oder gesund oder nicht gesund. Was ist gesund und was ist nicht gesund? Schlussendlich will ich einfach den Menschen das weitergeben, was mir eine Freude bereitet.
Und ich will eigentlich, dass die Leute sich durch das, wodurch ich mich gut fühle, auch gut fühlen. Darum geht es mir. Ich will den Menschen eine Freude machen. That's it. Sie sagen ja auch, es ist ein Lifestyle, den Sie eigentlich vermitteln wollen. Jürgen Tarrach hat auch mal ein Kochbuch geschrieben, habe ich gelesen. Schon einige Jahre her. Ist schon ein bisschen her. Na? Wie hieß denn das Kochbuch? Ja, hat einen leicht provokanten Titel gehabt, Richtig fressen. War ein Ratgeber, da ging es um diese nächtlichen Hungerattacken, die man hat, was man dagegen tun kann, wenn man den Kühlschrank aufmacht und irgendwelche Reste findet und die mit klangvollen Namen versieht. Also zum Beispiel ein Schweinemett auf Thailändisch, also mit einer Thai-Soße und so weiter. Aber ich wollte dazu ganz kurz was sagen, weil das finde ich ganz toll, weil was so doof ist, dass es selbsternannte Aposteln gibt, die immer behaupten, ja, man darf das nehmen, man darf das nicht. Und die Wissenschaft über unseren Stoffwechsel und über wie wir verdauen und so weiter, oder warum der eine dick wird, der andere dünn, ist noch wirklich nicht erforscht. Ja, also das ist nicht erforscht. Ja gut, bei mir ist es klar, ich fress gern und mache keinen Sport. Ja, es ist leider das muss man nicht mehr erforschen. Aber insofern finde ich das einen tollen Ansatz, dass man sozusagen dieses, was auch schlecht ist beim Abnehmen, Verbote macht. Also du darfst das nicht mehr oder das nicht mehr. Genau dieses falsche Achtgeben aufs Essen bewirkt nämlich, dass man nur über das Essen nachdenkt. Und dann noch mehr isst. Ne? Und dann noch mehr isst, ja, das und das natürliche Hungergefühl verliert. Mhm. Ja, das zum Beispiel. Ich glaube, wenn man jetzt so einen Kuchen isst, dann vermisst man jetzt nicht Zucker und Butter und was auch immer. Es sättigt, also meine Rezepte, die sättigen auch. Die haben viele Nährstoffe, die haben nicht keine Kalorien. Also Kalorien, das ist eben schlussendlich geht es ja darum, ganz oben, es muss lecker sein. Ganz klar. Und dann halt einfach Nährstoffe und man muss sich gut fühlen, man muss Energie haben und man muss nicht das Gefühl haben, man verzichtet auf etwas. Und Mariana, das versuche ich halt. Und Lisa sind in der wirklich beneidenswerten Situation, dass sie so viel essen können, wie sie wollen und müssen. Ja, also wir dürfen eigentlich alles essen, was wir wollen. Als Sportler, das ist eigentlich ein Privileg. Es gibt andere Sportler, die das nicht dürfen. Die müssen da sehr drauf achten, wie zum Beispiel die Biathleten oder so. Skispringer. Skispringer. Jockeys. Genau. Bei mir ist es aber so, ich habe auch eine Unverträglichkeit gegen Milch. Ich habe auch meine Ernährung komplett umgestellt. Ich koche jeden Tag sehr gerne. Also ich bin auch sehr bewusst bei meiner Ernährung. Und so ein Buch ist natürlich toll. Und in den jungen Jahren, was Sie da gemacht haben, das ist echt fantastisch. Danke. Wow. Herr Habeck, wie ist das denn als Politiker? Noch mal eine Frage an Sie. Es ist wahrscheinlich auch schwierig, sich gesund zu ernähren, oder? Ständig diese langen Sitzungen, überall Kekse. Ja, die Kekse sind nicht das Schlimmste. Die sind ja selten selbst gebacken. Aber sonst steht ja auch alles rum. Also im Grunde Alkohol, Häppchen und jeder Empfang von irgendeinem Wirtschaftsverband, von irgendeiner Gewerkschaft, von immer fettes Essen. Und das ist schon, also wenn man Lust hat, sich gehen zu lassen, ist der Job eine einzige Verführung, die einzige Hölle. Ja, also aber also Kubik hat schon recht. Also wenn er, Sie haben den Namen genannt. Ja, nur um ein Beispiel zu nennen, wenn man moralisch nicht gefestigt ist, was damit einfach passiert. Aber Sigmar Gabriel saß auch mal hier und hat erzählt, dass es unglaublich schwer ist, schlank zu bleiben als Politiker, weil man eben genau diese Verführung. Aber er hat drastische Konsequenzen gezogen. Das stimmt. Ja. Aber stimmt es, dass Sie wegen Ihrer Arbeit Ihre Essgewohnheiten radikal umgestellt haben? Na, so radikal war das nicht, aber ich habe ja schon erwähnt, ich bin Landwirtschaftsminister und bin dann sehr schnell im Amt Vegetarier geworden. Verständlich. Nachdem sich was angeschaut haben? Applaus. Ja, gar nichts Skandalöses, sondern nur die normale Art, wie wir Tiere halten und wie sie geschlachtet werden. Und ich will jetzt ja keinen Appetit verderben, aber wenn man sich das, wenn man das zulässt, auch die moralischen Fragen dahinter zulässt, dann kann man, glaube ich, nur zu dem Schluss kommen, dass das nicht richtig ist. Und letztlich war das, also ich habe immer gerne Fleisch gegessen, das war jetzt nicht mein Problem und ich bin auch nicht besonders tierlieb oder so, sondern ich hatte nur einfach keine Antworten mehr. Letztlich war es dann einer meiner Söhne, der mich gefragt hat, warum essen wir eigentlich Tiere? Und ich, der Philosophie studiert habe und Politiker bin und auf jede Frage eine verfluchte Antwort weiß, konnte nur sagen,
weil wir es immer machen, weil sie gut schmecken, weil es sie gibt, weil es eine Tradition gibt. Und das sind alles Scheißantworten, ehrlicherweise. Mhm. Und deswegen habe ich dann auch sein lassen. Mhm. Nadja, Sie essen auch kein Fleisch, ne? Genau, ja. Ja, ich denke, es hat einfach auch viel eben mit dem Bewusstsein. Also wir leben heutzutage in einem solchen Überkonsum und alles ist so schnell, schnell, schnell. Und man denkt gar nicht mehr richtig nach, wieso mache ich das überhaupt? Jetzt nicht nur im Bereich Ernährung, sondern allgemein. Also es ist alles so schnell und man nimmt auf, lässt das wieder gehen, wenn es nicht mehr passt. Aber eben da sage ich nochmals, es ist einfach so wichtig, dass man einfach bewusst durchs Leben geht. Und halt das, was man in seinen Körper gibt, dann auch wertschätzen kann. Und es ist eben, ich will einfach, dass jeder das irgendwo auch erleben kann. Und manche sagen dann, es ist nicht so einfach eben, seien es die Kekse, die da liegen und man greift einfach dazu. Aber es ist immer auch so ein bisschen eine Frage von, wie viel ist es dir wert? Und ich sage immer, ich bin ein Mensch, ich gebe gefühlte 150% oder minus 23, weil 99,9% zu geben, das reicht nicht. Das reicht nicht. Und wenn man etwas wirklich will, 150%, dann kann man auch diesen Keksen widerstehen. Also es ist immer eine Frage, was ist es mir wert und welchen Kompromiss bin ich bereit einzugehen. Wobei Sie ja von Ihrer Biografie her, glaube ich, auch eine unglaubliche Affinität zu Essen haben. Deswegen sind Sie auch bereit, da 150% zu geben. Es heißt, dass Sie schon als 10-Jährige, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig in Erinnerung, 4-Gang-Menüs für Ihre Familie gekocht haben. Wie sah das aus? Genau, also nach dem Kochen wie eine Bombe in der Küche. Ich meine das aber, Menü. Nee, also mir war es immer wichtig, eigentlich Koch nicht einfach nur als sich den Magen füllen, sondern ein Erlebnis drumherum zu kreieren. Ich habe dann irgendwie die Musik laufen gelassen, ein Menü auf ein Blatt geschrieben, an die Wand gehängt, Kerzen, Wein für meine Eltern und dann einfach ausprobiert. Ich habe, seit ich 10 Jahre alt bin, seit mir meine Brownie-Packung, Fertigpackung misslungen ist, habe ich nie mehr nach Rezept gekocht und einfach ausprobiert. Ich wollte immer was machen, neue Geschmacksexplosionen, die man noch nicht kennt. Und ja, seit ich 10 bin, probiere ich aus und koche und erfinde neue Komponenten zusammen. Und das macht einfach mega viel Spaß und es kommt aus dem Herzen. Jetzt waren Sie in der Welt unterwegs, in 11 Ländern. Also mit der Schweiz sind sogar 12 Länder, sind in Ihrem neuen Buch verewigt. Ja. Weil Sie haben sich auf eine Reise begeben und haben einfach mal geguckt, was wird dort gegessen. Und waren dann in Bergdörfern, in Peru und ich weiß nicht wo, am Ende der Welt und haben sich inspirieren lassen. Und die Geschichte aus Peru hat mir ganz besonders gut gefallen. Ich hoffe, das war auch wirklich die in Peru. Da hat man Ihnen als Vegetarierin nämlich ein besonderes Festmahl angeboten. Worum handelte es sich? Genau, so in Peru, da sind wir so eineinhalb Stunden... Ich meine die Kartoffeln jetzt. Ich weiß. Sie wissen, was ich meine. Wir sind so eineinhalb Stunden in das Nichts herausgefahren. Und da haben so 3 Familien zusammen in einem Steinhaus gelebt. Und die kochen und essen eigentlich nur das, was um das Haus herum wächst. Und das ist Quinoa, Kartoffeln, einfach wirklich ganz, ganz einfach. Und ein richtiges Festmahl in Peru sind Meerschweinchen. Und die können sich das eigentlich nie leisten. Aber weil das halt so speziell war, dass wir da waren, gab es dann eben das Meerschweinchen. Und das wurde dann halt geöffnet und verarbeitet und so weiter und so fort. Und aber es hat mir auch irgendwo gezeigt, auch da, es gibt kein richtig oder falsch. Wenn man reist um die ganze Welt, muss man offen sein. Doch man muss sowas, einfach, ne? Ich glaube, es geht einfach darum, dass man irgendwo den Menschen in jeder Hinsicht Verständnis zeigt. Gibt es in Peru Meerschweinchen-Massentierhaltung? Also haben die jetzt Meerschweinchen, so wie die Lorenzo einen Kanickel hatte? Und ja. Eins und das wird dann zu guten Tagen aufgetischt? Also oder die gibt es einfach am Markt. Ah, okay. Aber ich glaube, die sind jetzt nicht von einer Massentierhaltung. Also aber da, es gibt Meerschweinchenbauern, so wie Schweinebauern in Deutschland. Und gibt es eine starke grüne Partei in Peru, die das verbietet? Das sind alles Sachen, damit ich mich nicht beschäftige. Aber schon mal Meerschweinchen gegessen, Herr Plasberg? Ja. Wo? Und zwar mit Appetit in Ecuador. Unser 4-jähriger Sohn war dabei. Da habe ich ihn angelogen, was es ist. Ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Es schmeckt hervorragend. Ich weiß, dass ich mich hier zum Outlaw mache. Und dafür klatscht kein Mensch. Aber nein, nein. Aber zum Gottkonformisten uns beide. Ja.
Ich kann, das heißt Queen, ne? So ähnlich. Quinoa? Nee, das Meerschweinchen. Das Meerschweinchen sagt Quiek. Nicht, es heißt nicht Queen, es heißt Quiek, wenn es geschlachtet wird. Ja, und das hat man uns eben auch als Gastfreundschaftsmahl angeboten. Und ich habe gerne Ja gesagt und habe es auch gerne gegessen. Ich weiß, dass Sie es nicht gegessen haben. Ich habe meines nicht gegessen. Auch weil Sie mal eins hatten als Haustier, das Sissy hieß. Genau. Was ich sehr schöne Geschichten finde. Das sind alles sehr schöne Geschichten von Ihren Reisen, die man in Ihrem wirklich, wie ich finde, ganz ehrlich, zauberhaften Kochbuch findet. Und ich koche gar nicht. Also ich finde es einfach nur schön zum Lesen, weil da so schöne Reisegeschichten drin sind. Ja, es ist, Fotos. Also es ist ein wirkliches Erlebnisbuch, weil ich will den Menschen irgendwie meine Reise wieder ermöglichen. Also man hat Musik zu jedem Land, man hat Geschichten und es gibt eine Spotify-Liste, wo man genau, Musik abspielen kann. Genau, eine Spotify-Liste für jedes Land. Und ich will einfach, dass jeder die Möglichkeit hat, auf eine Weltreise zu gehen, ohne den Koffer packen zu müssen und das in seine Küche und mit der Familie zu teilen und einfach, ja, es soll ein Erlebnis sein. Wunderbar. Das Rezept für diesen Kuchen. Und zwar so, wie er eigentlich sein sollte, wenn man nicht mit ihm reisen soll. Das haben wir auf unserer Facebook-Seite. Und viele andere Rezepte stehen in diesem zauberhaften Buch, was ich wirklich sehr ans Herz legen kann. Danke, dass Sie bei uns sind. Danke, Herr Nadja Damasi.